Dann Speed Circuit, ein Autorennspiel, das sehr flott zu spielen ist. Bei unseren Spielern hier bei Kassel Spielt gibt es einige, die begeistert mit Formula D spielen, das sicherlich bedeutend komplexer gestaltet ist und für die dann dieses Spiel schon ein bisschen zu schlicht gestrickt ist. Aber meine Liebe für dieses Rennspiel ist also immer noch gegeben. Es war das erste Mal, dass man seine Autos, das heißt virtuell seine Autos, tunen konnte. Das heißt, dass man ihnen bessere Beschleunigung, bessere Bremsverhältnisse, mehr Qualität in den Getriebe und so zuordnen konnte, um so vielleicht besser als die anderen über den Kurs zu kommen. Was mich hier bei diesem Spiel, dem Pferderennspiel, besonders fasziniert hat, ist, dass als ich mit meiner Frau vor über 30 Jahren in Irland waren, wir dort auf einem Rennplatz waren und haben dort einen kleinen Flyer bekommen, wo die ganzen Rennen aufgeführt waren und auch die Qualität der Pferde darauf aufgezeichnet waren. Und oh Wunder, als wir dieses Spiel vorfanden, da konnten wir sehen, dass mehr oder minder die ähnliche Aufbau wir tatsächlich auch auf diesem Spiel gefunden haben. Das war einfach ein starkes Erleben und zeigt auch, wie dicht die wirklich versucht haben, bei der Entwicklung dieses Spiels am wirklichen Wett- und Renngeschehen auf der Bahn dabei zu sein. Auch hier wieder, dass der Spielplan in der Umhüllung in Folie, in Kunststofffolie eingeschweißt ist und so ziemlich stabil ist und das Ganze hervorragend zusammenhält. Es gibt bei diesen Spielen auch einige, die ich zufälligerweise erworben habe auf Flohmärkten. Nicht sehr preisgünstig, weil die Art der Darstellung schon selbst den unkundigen Verkäufer schon klar machten, es muss ein bisschen mehr wert sein als nur die so 1-2 D-Mark. Dass ich da auch zu Spielen gekommen bin, die ich nie gespielt habe, denn sowohl die Regel, alles auf Englisch, wie auch der Ablauf war mir einfach unverständlich. Mir erschließt sich das American Football nicht. Und wenn noch so sehr da Kärtchen drin liegen, die deutlich machen, vor die Mannschaft spricht einen bestimmten Zugablauf, dann wird das so gemacht und so. Das muss für die Amerikaner sicherlich, die Football lieben, ein ganz klasse Spiel gewesen sein. Ich weiß nichts damit anzufangen. Und genauso beim Big League Baseball, das Spiel habe ich nie angefasst. Aber als Sammler, da freue ich mich natürlich, dass ich es habe. Ja, es gibt von den gerade den Buchschubern-Spielen hin und wieder ein Exemplar, was auf Flohmärkten und auf jeden Fall in den Versteigerungslisten im Internet zu finden ist. Und wenn es einen interessiert, hat man noch die Chance dran zu kommen. Die 3M-Spiele, gerade diese Sportspiele, waren der Anfang meiner Sammelleidenschaft. Ich hatte die, damals war der Spielzeugladen Pfannkuch am Königsplatz, in dem Haus, das abgerissen wurde, wo jetzt gerade Pieck und Kloppenburg eröffnet hat. Und dort lagen damals 68 diese Sportspiele von 3M, aber keiner wollte sie kaufen, weil für die damalige Zeit waren auch 60 D-Mark schon eine ganze Menge Geld. Und ich bin immer nur drum rumgestrichen, fand es spannend und faszinierend, aber konnte es mir nicht leisten, war Student und da war da nicht dran zu denken. Und dann wurden die 1972 verramscht. Irgendwie war da schon klar, da zieht sich jemand aus dem Markt zurück oder aber der Verkauf von solchen hochwertigen, seriösen
Erwachsenenspielen, da war die Zeit noch nicht dafür da. Auf jeden Fall bekam ich sie da für ein Drittel des Preises und da war dann kein Halten und das war dann die Grundlage damals des Spielesammelns für mich. Es gibt in der Welt eine ganze Menge Sammler, die sich gerade auf diese 3M-Spiele konzentriert haben und wenn man auf die Seite der Europäischen Sammlergilde geht, da findet man also gar eine ganz lange Liste. Unter anderem gibt es ein Spiel, das heißt Yati. Ich glaube, der Spielwert ist nicht so riesig, aber seine Seltenheit, die ist groß. Und so gibt es einen weltweiten Aufruf, wer besitzt noch ein Yati-Exemplar? Und bei der ESG kann man also auf deren Webseite dann sehen, wie viele sich da schon gemeldet haben oder sich teilweise in Person mit dem Spiel stolz präsentieren der Kamera. Ich habe so ein Yati, die Nummer ist, steht jetzt bei 52 Exemplaren weltweit. Aber es gibt hier und da noch einige andere. Und es gibt natürlich einige, die gesamte Bandbreite von 3M sammeln und das stolz berichten und darüber auch eine eigene Webseite machen oder eine Diskussionsrunde. Oder bei Board Game Geek, der weltweit größten Internetgemeinde über Spiele, wo die Spiele dargestellt werden und besprochen werden. Ja, wie gesagt, ich habe auf einige Spiele auch zurückgegriffen, die nicht original 3M sind, sondern die hier bei Spielverlagen wie Schmidt Spiele, Hexagames und Avalon Hill nochmal aufgelegt wurden. Und da möchte ich nochmal herausbringen, dass es auch kleine Spiele bei 3M gab, die so als kleine Geschenkspiele, als Butterbox-Spiele eigentlich bezeichnet werden, weil die aussahen wie eine Butterschachtelverpackung, die man so hat, und deshalb haben sie den Namen Butterbox bekommen. Dies ist natürlich jetzt eine Ausgabe von Schmidt, die nicht diese Form hat. Und es ist jedenfalls klein, handlich gepackt, auch mit so einer Stülpschachtel, dass man so irgendwie so reinstellen kann. Das war sehr praktisch und da gab es eins, das hieß Monad. Das Spiel Monad bezieht sich auf den Einzeller, die Monade. Und es geht darum, bei dem Spiel sich langsam in der Evolution hochzuarbeiten, durch Tauschen in höherwertige Karten und so, bis man dann ein hochwertiges, wird nicht genau bezeichnet, was das da am Ende rauskommt, ein hochwertiges Lebewesen sozusagen, sich ersteigert hat. Ein reines Kartenspiel, aber in der deutschen Übersetzung ist aus diesem originellen Titel der Entwicklung der Einzeller ein Wirtschaftsspiel geworden, nämlich die erste Million, weil die ist immer am schwersten zu erreichen und da geht es darum, Währungen zu tauschen und zu handeln, in der Hoffnung, dass man dann sie einen Sprung höher auf ein höheres Level bringt, bis dann einer seine erste Million endlich geschafft hat. Ich bedauere den Wandel des Themas, aber das Spielprinzip ist das gleiche. Und wenn jemand irgendwo auf den Flohmärkten sowas findet oder eben vielleicht noch so ein Spiel rumstehen sieht, weil zumindest einige der Spiele wurden, gerade der kleineren, wurden gut verkauft in den 60er, 70er, dann sollte man es nicht wegschmeißen oder wissen, aha, das ist etwas, was zumindest der Sammler zu schätzen weiß. Ja, wenn ich euch jetzt animieren möchte, mal meine Schätzchen auszuprobieren, sind es vorrangig natürlich Sportspiele. Ich weiß, dass meine Frau besonders gerne Win, Place and Show spielen würde und da die armen Pferdchen, die übrigens alle aus Metall sind, über die Runden hetzen würde. Ich selbst habe Regatta damals sehr geschätzt, als ich lernte zu segeln, weil es da drin
Figuren gibt, also Segelbötchen, die man je nachdem, wie der Wind steht, auch so schräg legt, sodass sie dann eine Krängung haben. Und wenn man dann durch den Wind durchgeht, dann muss man sie nochmal umlegen auf die andere Seite. Als es dann bei Klee eine Neuaufgabe gab, da hatten sie nur einen flachen Boden an diesen Spielfiguren, sodass es da ein, je nachdem, wie der Wind steht, Legen des Bootes nach rechts oder links, nach Lief und Lee, nicht mehr geben konnte. Das macht dann solche liebevoll gestalteten Originale dann nochmal besonders liebenswert. Und so würde ich das Regatta euch auch gerne ans Herz legen. Ansonsten von den knallharten Wirtschaftsspielen besonders stark Executive Decision, wo man Rohstoffe einkauft, aber sie nur bekommt, wenn man mehr bietet als die anderen. Dann ist man auf jeden Fall als Erster dran und dann erst der Zweite und der Dritte. Und wenn die Rohstoffe weg sind, die im Markt sind, dann hat der, der mehr geboten hat, die höhere Chance, die zu kriegen als der andere. Und dann stellt man aus den Rohstoffen Produkte her und jetzt werden wieder angeboten. Und bei den Produkten, wo man natürlich einen Mehrwert haben möchte, da werden diese Produkte als Erste verkauft, die natürlich zum niedrigsten Preis angeboten werden. Das heißt, man muss sehr scharf kalkulieren mit dem, was ich ausgegeben habe für die Rohstoffe und mit dem, was ich vielleicht einnehmen kann mit den Produkten. Und das bringt mich nochmal zu einem Punkt, dass möglicherweise 3M tatsächlich auch im Hinterkopf oder Erfahrung gemacht hatte mit Übungen, mit Managerspielen und vielleicht gedacht hat, das können wir vielleicht auch umsetzen, sodass also mehrere auch rein wirtschaftlich Mechanismen abspielende Spiele hier in diesen Spielen zu finden ist. Ein Spiel, was Avalon Hill dann rausgebracht hatte nochmal, ist das Business Strategy. Das ist ein ganz schlimmes Wirtschaftsspiel. Wer da nicht aufpasst, ist in der zweiten Runde schon pleite. Würde man heute so nicht veröffentlichen, weil es in der Spieleszene verpönt ist, dass Spieler allzu früh ohne Hoffnung auf einen Sieg rausfliegen können. Das würde kein Verlag mehr sich trauen. Ja, ich denke, das war es, was ich euch heute zur Einführung in die 3M-Spiele sagen wollte. Und selbst wenn wir es hier bei uns im Verein nicht zur Verfügung haben, so wisst ihr wenigstens, das Spielen hat nicht mit dem Verein angefangen, sondern es gibt schon eine lange Tradition von Spielen, die auch gut waren, die aber vielleicht in Vergessenheit geraten sind, wo jetzt eigentlich nur noch Sammler daran Interesse haben, sich darüber auszutauschen. Aber das ist manchmal auch lohnt, wenn einer es mal rausholt und sagt, ja, spielt es mal mit mir zusammen. Danke.